Wir werden uns jetzt angucken. Kein Pardon für Parksünder. Der Anzeigenhauptmeister zeigt sie alle an. Oh Gott. Ich werde mir dazu Sushi und Frühlingsrollen reinziehen. Und da ich mit diesem Video kein Geld verdiene, weil das Video nicht monetarisiert wird auf YouTube, würde ich mich gerade über die Leute von YouTube freuen, wenn ihr mal ein kostenloses Abo dalässt. Denn gefühlt 50% von euch, die dieses Video schauen, haben diesen Kanal hier nicht abonniert. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin. Ihr kennt mich und ihr wisst, dass ich da manchmal ein bisschen zart beseitigt bin. Das könnte jetzt krachen. Und ich muss mich wirklich zusammenreißen bei meiner Wortwahl, weil der Typ schreibt live im Stream Anzeige gegen mich, wenn ich etwas sage. Niklas Matthei ist 18 Jahre alt und hat ein bizarres Hobby. 18? Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Heute ist er im sachsen-anhaltischen Gräfenhainichen auf Streife. Da vorne haben wir einen ersten Treffer. Vor Niklas ist kein Parksünder sicher. Es ist Samstag und in der gerade fußgängerlosen Fußgängerzone wird ein Fahrzeug als Hindernis ausgemacht. Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts hier laufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Warum machen Sie das? Können Sie es mal erklären? Was ist Ihre Motivation? Um die Straßenverkehrsordnung durchzusetzen. Weil die Leute denken, die können parken, wie sie wollen. Gerade jetzt zum Wochenende denken sie, es kommt kein Ordnungsamt, aber dann kommen halt Leute wie ich. Der Verstoß kostet 70 Euro. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. So, und dann vergebe ich noch ein Aktenzeichen. Das ist, wenn ich mir überlege, was ich mit 18 gemacht habe und was der mit 18 macht, ich könnte schon so viel sagen, aber ich spaß mir noch ein bisschen auf. Ich will erstmal noch mein Essen genießen, Digga. Das ist in dem Fall OAV 327-24. Ja, Farbe, Silber, Standort wird automatisch erfasst und dann Vergehen, wähle ich halt aus, Fußgängerzone kann ich eingeben. Dieser Verstoß, die parkten auf dem Gehweg, auf den gemeinsamen Geh- und Radweg, auf den Gehweg eines getrennten Draht- und Gehwegs. Finch macht ja einen Song für ihn, dann weiß ich schon mal, was ich mir nicht anhören werde, Digga. Danke, das ist kein Hinweis. Der durch Zeichen 239, 240, 241 oder 242.1 gesperrt war und behinderten dadurch andere. Tatzeit wird automatisch erkannt, 12.54 Uhr festgestellt. Die Anzeige geht um 13 Uhr raus, also gebe ich 13 Uhr ein. Das Nein, Spaß, aber was soll mir der Song bringen, Digga? Timing stimmt. Die Anzeige ist gerade raus, da kommt der Fahrer. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja, ich fahre. Ja, das parkt in der Fußgängerzone. Ja, ich muss gucken, die Frau ist in Ende Urlaub, in der Post und so. Aha. Ich bin gleich weg. Ja, da hätte man aber auch auf dem Kirchplatz parken können. Ja. Ja. Der hat Ihnen jetzt schon ein Knöllchen gegeben. Wie finden Sie das? Hab ich Pech gehabt. Stehe ich da im Post oder? Ich denke mal vom Ordnungsamt. Das Ordnungsamt muss dann gucken, dann ja noch was es draus macht. Okay. Also da sind die Ordnungsämter unterschiedlich. Manche versenden Knöllchen, manche nicht. Es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel die zu tun haben. Alles klar. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er ein ambitioniertes Projekt vor sich. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Und damit kommen Sie ins Guinness Buch der Rekorde? Kann sein, zumindest Deutsche. Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als Erster verbracht habe. Ja, was können wir über diesen Menschen sagen? Also erstmal finde ich es schrecklich, dass der Staat ihm das überhaupt erlaubt und dass der Staat nicht selber dazu imstande ist. Und dann tut mir der Typ einfach unfassbar leid. Allgemein gesprochen, nicht über ihn gesagt, sondern allgemein gesprochen, wenn du so etwas machst. Wie wenig wurdest du geliebt? Wie heftig schlimm muss deine Kindheit gewesen sein oder wie schlimm muss deine Schulzeit gewesen sein, dass du dir das als Lebensaufgabe nimmst und sogar deinen eigenen Nachbarn aufschreibst? Am Ende des Tages ist das der Typ einfach ein unfassbar armes Würstchen, Digga. Wenn deine Lebensaufgabe daraus besteht, Leute aufzuschreiben, die falsch parken und zwischen Freund und Feind keinen Unterschied machst und sogar deinen eigenen Nachbarn ein Ticket verpasst, dann muss irgendwas Schwerwiegendes in deiner Vergangenheit passiert sein, dass du so unfassbar frustriert bist, dass du all deinen Hass, den du bekommen hast, jetzt zurückgibst. Wie hättest du in der Situation reagiert? Ich würde gar nicht mit so einer Person reden. Ich würde einfach mich ins Auto setzen und weiterfahren. Soll er doch machen, was er will. Soll er mich aufschreiben.
die 20 Euro pissig. Das ist mir doch scheißegal, ob der Typ mich aufschreibt oder nicht. Juckt mich doch nicht die Bohne, Digga. Weil wenn ich mich in so eine Situation reinsteigern würde und mich mit dem Typen absammeln würde, dann würde ich hochgradig aggressiv werden. Und wenn ich hochgradig aggressiv werde wegen sowas, dann würde es nicht gut ausgehen für mich. Deswegen ist manchmal nichts sagen und weiterfahren einfach besser. Weil für so eine Person oder für so jemanden, der so etwas macht, habe ich 0,0% Sympathie. Ja. Heute sorgt er zunächst in seiner Heimatstadt für Ordnung. Im letzten Jahr hat er insgesamt 4000 Anzeigen geschrieben. Bei so viel Engagement drücken wir bei diesem Verstoß gegen die Vorfahrtsregel mal beide Augen zu. Der nächste Fall. In der Gartenstraße steht ein Auto rechtswidrig vor einer Dönerbude. Ist das Ihr Auto? Ja. Der parkt auf dem Gehweg. Ich habe gerade ihm Ware gebracht. Ich mache gleich weg. Ja. Ja, also Ein- und Ausladen halten dürfen Sie auch hier. Ein- und Ausladen halten dürfen Sie auch hier. Hier geht nicht, ist verboten. Das ist ein Gehweg, darf man nicht. Hier dürfen Sie halten. Solange wie es beim Halten bleibt, wären das 55 Euro. Ja. Jetzt drücken Sie aber ein Auge zu, oder? Nee. Grundsätzlich nicht, nee. Also muss er das Ordnungsamt gucken, was es draus macht. Wie finden Sie das? Aber ich habe nicht ganz nachgenommen. Das ist vielleicht gerade 10 Minuten, noch nicht mal 10 Minuten. Ich kann auch meine Ware zeigen. Hier ist mein Laden, ich bringe meine Ware, ich lade auf und dann mache ich zu und dann bringe ich zu meinem Parkplatz mein Auto. Dann wird die Lage dynamisch. Warum rufst du Polizei an? Was geht jetzt? Weiß ich nicht. Wenn sie die Polizei haben wollen, kommen wir die holen. Bitte. Hat er einen Polizeiaufkleber vorne an seinem Fahrrad, Digga? Oh Gott, ist das erbärmlich, Digga. Polizivi, ja. So wie er ist mit 18, sollte man definitiv nicht werden, Digga. Das muss ich einfach so sagen, Digga. Ich meine, dass Leute Straftickets bekommen, Strafzettel, weil sie falsch parken oder verkehrt parken oder ähnliches, das ist ja okay. Aber es ist auch extrem gefährlich, was er macht. Der wird irgendwann, wenn der so weitermacht, jetzt hat er sich auch in der Öffentlichkeit gezeigt, der wird irgendwann in die Schnauze dafür bekommen, Digga. Das, ja, ich bin selten sprachlos, aber ich versuche zu verstehen, was die Motivation dahinter ist. Ja, man könnte natürlich jetzt sagen, yo, du Digi, dann park doch nicht falsch, dann hast du auch nicht das Problem. Aber er hat diese Mentalität und auch wenn er 18 ist, erst 18 ist, weiß er ja, was er da tut. Er hat diese Mentalität, diese wirklich deutsche Mentalität, er widerspiegelt vieles von dem, was ich an Deutschland nicht mag, muss ich ehrlicherweise sagen, ja? Ich nicht, nee. Ich bin Privatperson. Wie geht das jetzt weiter? Ich rufe die Polizei. Ich rufe die Polizei. Genau. Für Niklas reine Routine, denn allein in der 11.000 Einwohnerstadt hat er rechnerisch schon rund 8% der Bevölkerung angeschwärzt. Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Was? Hier in Gräfenhainchen zum Beispiel habe ich letztes Jahr 32.875 Euro erwirtschaftet. Und mit 902 Falschparkern oder 903 sogar. Ja. Und jetzt haben wir übrigens ein Parken, jetzt kostet 70 Euro und ein Punkt. Weil jetzt ist ganz offensichtlich kein Ein- und Ausladevorgang mehr. Dann kommt die Verstärkung. Oh Gott, Niklas Mattei macht Meldung. Ist das peinlich? Hallo, Anzeigenhauptmeister Mattei. Also es geht um den Falschparker da drüben. Ich habe ihn halt erfasst und ja, wollte halt letztendlich, dass die Polizei dazu kommt, habe ich den Wunsch den jetzt erfüllt. Dann gehen wir mal zu den Herrschaften hin. Unter dem wachsamen Blick des Anzeigenhauptmeisters findet der Parkverstoß ein jähes Ende. Niklas hat aber noch ein weiteres Anliegen. Ja, kann ich hier so lange so ein Symbolfoto vom Streifenwagen machen, so ein Befahrer und so? Was? So ein Symbolfoto, also so seitlich so auf dem Streifenwagen? Sie selber oder mit der Kamera? Solange ich jetzt auf dem Foto drauf bin? Ja. Ein kurzer Schnappschuss für die private Einsatzdokumentation. Oh, ist das peinlich, Digga. Das ist so Fremdscham pur, ja. Ist halt einfach unfassbar unangenehm. Wäre der Knöllchenfetischist vielleicht selbst gerne Polizist? Ja. Bei Ihnen steht ja auch Polizei vorne dran. Nee, nicht ganz. Also da steht Polizvieh. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Das habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert. Ja, ein eigenes Wort kreiert, genau, richtig, ja. Was halt somit ja, nicht mal verboten ist. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich dürfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesadler oder sowas, oder Sterne auf dem Arm. Solche Hoheitszeichen dürfte ich halt nicht verwenden. Aber der Schriftzug an sich ist nicht verboten und schon gar nicht, wenn er halt abgeändert ist.
Der Anzeigenhauptmeister ist unterwegs zu seinem nächsten Fall. Eine Anwohnerin hat offenbar alle fünf gerade sein lassen. Der parkt auf dem Gehweg und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt hier langlaufe, ich werde dadurch behindert. Kann ich ja mal demonstrieren, dass die Behinderung verwirklicht ist. Da mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Das kann der Typ doch wirklich nicht ernst meinen, oder? Das ist die Behinderung dabei. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Willst du dir nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. Echt? Ja. Ich meine, Chat, jetzt mal ganz offen und ehrlich, ne? Alle Unsympathie und Unverständnis. Ich bin der Letzte, der sagt, wenn jemand wirklich den Verkehr behindert oder wirklich Fußgänger und Fahrradfahrer behindert, bin ich der Letzte, der sagt, ey, Digi, wie so ein Knöllchen. Aber ich glaube, das gerade, was wir da sehen, ist für mich zumindest ein Beispiel dafür, dass man Leute anscheißt und wirklich denen das Leben erschwert für eine Situation, die ganz offensichtlich in keinster Art und Weise irgendjemand stört, außer ihn. Und 70 Euro und ein Punkt ist immens viel. Sowohl der Punkt als auch die 70 Euro. Manche Leute leben mit 70 Euro eine Woche Kühlschrank. Dass dem Typen, dass sowas von scheißegal ist, nur damit sein... Dass den Typen, ich meine jetzt nicht den, den wir hier sehen, den Hauptzeigenmeister, sondern den, den wir in GTA RP gesehen haben, und der es auch da gemacht hat, dass dem Typen in GTA RP das anscheinend so aufgeilt, dass sein Schniedelwurz nur dadurch steht, ist ja ganz offensichtlich in dem Rollenspielen in RP zu sehen. Und ich bleibe dabei, sich gegenseitig anzuscheißen bei der Polizei für so eine Kleinigkeiten ist 31er sein Urgroßvater. Das gehört sich einfach nicht. Und ich finde es erstaunlich, erschreckend, dass der Staat einer Person wie ihm dieses Machtgefühl und die Erlaubnis gibt, die Leute aufzuschreiben. Naja, wo wäre denn das Problem, das Fahrzeug auf der Straße zu parken? Wie der da hinten, der kann es doch auch. Der mal Arbeit und dann ist es gut. Hab ich. Hallo, hakt's eigentlich. Apropos Arbeit. Niklas macht gerade eine Ausbildung im medizinischen Bereich. Trotzdem treibt er mit seinem Wochenendhobby den Blutdruck von so manchem gewaltig nach oben. Mach dich ab, du Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Was mache? Ja. Stehst du auch auf dem Grundstück, also. Ja, das nicht eingezäunt, darf man ja auch. An den Knöllchen verdient er nichts. Eine Beleidigung ist da schon lukrativer. Manchmal sagt... Ich bleibe dabei, wenn ich eine Fernanalyse tätigen darf. Nicht über ihn, sondern verallgemeinert. Wenn dein Leben so drastisch negativ ist, dass dich das, was man da gerade sieht, positiv stimmt und du das als wirkliches Hobby auslebst, dann musst du respektiert haben, dass du unfassbar uncool bist und in deinem Leben keine Freunde hast und auch nie geliebt werden wirst von den Menschen. Ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern, warum es logisch ist, dass man mit jedem Stress haben will und bei jedem unbeliebt sein möchte. Der einzige Grund, warum man das sein möchte, ist, weil man vorher schon unfassbar unbeliebt war und in der Schule gemobbt worden ist bis zum geht nicht mehr, die Frauen sich für einen nicht interessiert haben und man ein absoluter Versager ist. Ach, da beschuldigt du sich bei der Polizei aus. Ja, ich habe es nicht so gemeint. Das ist noch ein eindeutiger Beweis. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz? Also, Chat, wenn er damit wenigstens Geld verdienen würde pro Ticket, dann würde ich sagen, okay, ey, jeder muss seinen Hack verdienen. Aber verdient er dadurch Geld? Schau weiter, ja, wir gucken kurz weiter, okay. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz? Bei einer Beleidigung. Polizei aus, ja, ich hab's nicht so gemeint. Ist da schon lukrativer. Manchmal sagt der Beschuldigte sich bei der Polizei aus, ja, ich hab's nicht so gemeint. Das ist noch ein eindeutiger Beweis. Erhebe ich denn Privatklage, also zivilrechtlich, auf Schadensersatz beim zuständigen Amtsgericht? Und dann kann ich damit abkassieren. Das heißt? Naja, da gibt's vielleicht mal 50 Euro, mal 100 Euro, also so eine kleinen unteren dreistelligen Beträge. Weiter. Also halten wir fest, er macht das Ganze für nada, er kriegt kein Geld für die Anzeigen. Die einzige Möglichkeit ist, wie er Geld verdient, ist, wenn du ihn beleidigst. Also wir können offiziell festhalten, unser Anzeigenhauptmeister ist die unbeliebteste Person in Deutschland. Und auch wenn ich da überhaupt kein Freund von bin und mich davon distanziere, sage ich dir, Herr Anzeigenhauptmeister, sieh dich vor, pack dir lieber ein Pfefferspray in die Tasche, weil es wird nicht lange dauern, bis dir jemand in die Fresse haut dafür. Dann kannst du richtig abkassieren. Vielleicht ist auch genau der Samerguss, den du haben möchtest. Aber dir wird jemand zeitnah dafür in die Fresse hauen, würde ich einfach mal vermuten. Nicht, dass ich das gut finde, ich distanziere mich von Gewalt, aber dass du das öffentlich gemacht hast, was du da machst,
und im Internet bei 3 Millionen Leuten geteilt hast, war nicht gut für dich. Weil so, wie du dich damit brüstest im Internet, dass du hunderttausenden Leuten das Leben erschwerst und denen Geld aus der Tasche nimmst, was sie zum Leben für ihre Familie brauchen, weil sie mal 2 Minuten in irgendeinem Dorf an der Seitenstraße parken, wie du dich damit brüstest und dich darauf aufgeilst, genauso Leute wird es da draußen geben, die sich darauf aufgeilen, wenn sie dir dafür einen in die Fresse hauen. Und das ins Internet stellen. Das war nicht eine gute Idee, sich filmen zu lassen. Ich hoffe, dir wird das nicht passieren, weil egal wie unsympathisch ich dich finde, Gewalt bin ich kein Freund von und rufe ich nicht auf und distanziere ich mich ganz klar. Aber war keine gute Idee, das ins Internet zu stellen. Ich hole mir kurz einen Gönner. Weiter geht's. Da geht's. Die Nervensäge im Nacken. Hat er gerade auch gesagt, weiter geht's. Deinen unteren dreistelligen Beträge. Weiter geht's. Perfect Timing. Pre-Watch, Kapi. Die Nervensäge im Namen von Recht und Ordnung hat einen Volkswagen im Visier. Der parkt auf der linken Fahrbahnseite. Aber die anderen ja auch. Nee, die parken rechts. Und der parkt links. Also Fahrtrichtung links. Die parken in Fahrtrichtung rechts, der in Fahrtrichtung links. Oh Gott. Tatbestand Nummer 112042 kostet 15 Euro. Warum machen Sie das? Stört doch eigentlich niemanden. Das ist halt gegen das Gesetz. Oh, Digga, ich steigere mich nicht so rein, weil es mich wirklich unfassbar aggressiv innerlich macht und ich so gerne so viele Dinge sagen würde, aber dann wird er nicht 50 Euro bekommen von mir, sondern mehr. Deswegen halte ich mich zurück. Auch da wieder die Situation, Chat. Niemanden stört es, außer ihn. Und wenn er das mit einem guten Gewissen macht, was er macht, dann ist er halt einfach menschlich gesehen in der Situation für mich Mülltonne. Sowas ist wirklich menschlich gesehen Schmutz. Und auch wenn es dann nur 15 Euro sind oder 20 Euro, das ist einfach viel Geld für viele Menschen da draußen. Ja, ich kann es einfach nicht verstehen, wie so ein Mensch das machen kann, Digga, der dadurch nicht mal Geld verdient. Ist einfach armselig und traurig. Mit den 15 Euro können Sie vielleicht im Rathaus 2 neue Glühbirnen kaufen. Also kommt es auch der Stadtkasse zugute. Dann, kurz vor Feierabend, gibt es für Mattei noch einen Sechser im Lotto. 7 Falschparker auf einen Streich. Bei dem kommt noch dazu Parken vor einer Bordsteinabsenkung, das darf man auch nicht. Auch nicht, wenn es die eigene ist? Rechtlich nach StVO nein. Der Grund, warum er die ganze Straße in Sippenhaft nimmt, ist einfach. Mehr oder weniger. Hier steht Verkehrszeichen 350, Verbot der Durchfahrt für alle Fahrzeuge. Heißt, die dürfen hier nicht reinfahren, demzufolge auch nicht parken. Das ist in dem Fall Parken in einem Verkehrsbereich, der durch Zeichen 250 gesperrt war. Bilanz der dreistündigen Streife, 12 Anzeigen wegen Falschparkens. Davon kann die Gemeinde jetzt eine Menge Glühbirnen kaufen. Ja, und vielleicht auch mal eine für ihn, denn bei ihm ist die wohl nicht an. Ein neuer Tag im Kampf um die Straßenverkehrsordnung. Für den Knöllchenjäger geht es heute von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen. Nach Buxtehude. Also, ich muss wirklich sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie das extra wegen mir gemacht haben. Aber wie random ist es bitte schön, dass die ausgerechnet in dem Video nach Buxtehude fahren, Bro? Das Deutschland-Ticket macht es möglich. Sie sind ein Denunziant. Naja, gewissermaßen kann man das schon so sagen. Wenn man sagt, ist ja jemand, der alle anschätzt. Also wenn man das so aus der Perspektive betrachtet, kann man das halt schon so sehen. Ja. Also richtig. Wäre jetzt jedenfalls nicht verkehrt. Finden Sie aber nicht schlimm. Nee. Warum nicht? Naja, weil das letztendlich, was ich tue, kommt halt der Allgemeinheit zugute. Nein, Bro, das kommt nicht der Allgemeinheit zugute. Bitte wach da mal auf. Der Allgemeinheit zugute kommt es, wenn du den Leuten nicht das Geld aus der Tasche ziehst für Dinge, die nicht verwerflich sind oder die nicht schlimm sind. Du ziehst den Leuten das Geld aus der Tasche, das kommt den Leuten nicht zugute. Du erschwerst den Menschen, die einen 9-to-5-Job haben, genauso wie du das Leben. Und das kommt nicht der Gemeinde zugute. Und ich will dir mal eine Sache sagen. Das Geld, was du da einspielst, wird für Scheiße ausgegeben, Digga. Das Geld, was du da einspielst, wird nicht sinnvoll ausgegeben. Für unnötigen Dreck. Das schadet zwar dem Einzelnen, der Falschparker, aber die Allgemeinheit, die hat einen Nutzen davon. Nein, die Allgemeinheit hat davon keinen Nutzen, Digga. Buxtehude, 11.30 Uhr, der Helm sitzt. Schon auf dem Bahnhofsvorplatz fallen dem Anschwärzer vom Dienst abgelaufene TÜV-Plaketten auf. Das bleibt nicht ungeahndet. Das haben Sie so schnell gesehen? Ja, kennt man doch schon an der Farbe.
Das musst du dir einfach mal vorstellen, Bro. Da ist dein TÜV vielleicht einen Monat drüber, weil du 3 Kinder hast, 2 Jobs und einfach nur dein Leben aus Arbeit besteht, Digga. Und dann kommt da der Kollege Schnürschuh und schreibt dich auf, Digga, weil er einfach keinen Sinn im Leben hat. Das ist unfassbar traurig und bei all der Wut, die gerade sich in mir staut, muss ich sagen, tut der Typ mir unfassbar leid. Egal, ob er auch, er wird es mit Sicherheit sehen. Und du wirst jetzt sagen, wahrscheinlich, ich rede jetzt mal direkt zu dir, nö, wieso tue ich dir leid, mir geht's gut. Nein, dir geht's nicht gut. Kein Mensch mit 18 macht das freiwillig. Bei dir muss explizit was vorgefallen sein, dass du so bist, wie du jetzt bist. Weil kein normaler Mensch macht das mit 18 freiwillig für sein Leben gerne. Da muss gravierend etwas vorgefallen sein. Und das tut mir an der Stelle leid. Weil das Leben, was du führst, ist ein extrem trauriges Leben. Vielleicht für dich gerade nicht. Okay, alles gut, wenn es dich glücklich macht. Aber irgendwas muss im Leben unfassbar schiefgelaufen sein. Ja, aber gleich im nächsten. Die ist seit November. Die ist schon im Bußgeldbereich. Buxtehude scheint ein heißes Pflaster zu sein. Also ich war auch schon in Gemeinden, da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich den ersten gefunden habe. Und hier habe ich jetzt 3 in den ersten 10 Minuten. Die Stadt, ein einziger Park Sündenpfuhl. Genug zu tun für den informellen Mitarbeiter der Ordnungsmacht. Nach nur wenigen Metern fällt... Digga, es ist direkt bei meinem Friseur. Auf der linken Seite ist mein Friseur, da ist meine Apotheke und hier ist meine Massage. Also das kann alles kein Zufall sein, Digga, ehrlich. Ein Verstoß nach § 12 Absatz 4 StVO. Genau da parke ich auch manchmal, Digga. Genau da parke ich auch manchmal, Digga. Wenn auf der rechten Seite alles frei, voll ist, dann parke ich da, Digga. Bin ja Bürgermeister, ich darf das ja, Digga. VU auf, macht 55 Euro. Mit Kusshand zahle ich die. Auf dem Gehweg. Auf dem Gehweg darf man mit dem Kraftfahrzeug nicht fahren. Nicht halten, nicht parken, nicht draufhauen. Achso, und wer sind Sie? Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeigenhauptmeister. Bitte? Der deutsche Anzeigenhauptmeister. Ja, super. Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, dass da bleibe ich dabei, dass der Staat einer Person dieses Machtgefühl verteilt, dass der da durch die Gegend laufen darf und die Leute so nerven darf, dass das überhaupt möglich ist, finde ich auch eine Frechheit. Also vom Verein, wir sind die großen Denunzianten oder wie? Nee, den Verein kenne ich auch nicht. Ja, da sind Sie aber offensichtlich drin involviert. Ja. Er ist ein Denunziant. Ja, 100%. Wir haben da unser Büro. Wir haben unser Büro da. Wir dürfen selbstverständlich hier kurz anhalten und Sachen da reinbringen. Das machen wir gerade in den Tisch. Und er hat nichts Besseres vor, als uns... Boah, der Opa ist richtig auf Kacke, Digga. ...zu fotografieren. Mein Recht. Was ist ein Denunziant, der andere Leute anscheißt? Auf Privatsphäre. Oder der immer andere Leute anscheißt. Einzuschränken. Dann rufen Sie jetzt die Polizei, dann klären wir das. Gut, dann machen wir das natürlich. Hallo, können Sie bitte... Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, können Sie bitte einen Streifen... Und das ist auch wieder genau das, was ich gerade die ganze Zeit gesagt habe. Ich weiß, auch einige werden bei der YouTube-Reaction kommentieren, der macht doch alles richtig, dann Park hat alles richtig. Das sind diese Ü50-Menschen, die auch in den Facebook-Gruppen auf Facebook dann posten, wenn jemand einen Blitzer meldet, wieso postet ihr die denn hier? Müsst ihr halt ordnungsgemäß fahren, dann werdet ihr auch nicht geblitzt. Das sind auch so eine Denunzianten wie der Typ. Also auf die kann man wirklich im Leben verzichten. Die Situation ist ja wie folgt. Ich kenne den Bereich des Buxtehude, okay? Hier ist die Apotheke, hier ist mein Friseur und wie er gerade gesagt hat, da ist ein Büroeingang, okay? Wenn hier, also so, das ist meine Wahrnehmung, das ist meine Wahrnehmung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und von richtig und falsch. Wenn hier neben dem PKW 30 cm, 40 cm, 60 cm Platz wären und dann nicht mal ein Arsch auf Eimer passen würde, hey, dann könnte ich das verstehen, dass man sich darüber aufregt. Versteht ihr, wie ich meine? Und ja, am Ende ist es vielleicht nicht erlaubt, da zu parken. Laut rein vom Gesetz. Aber hier wird niemandem geschadet. Hier hast du 3 Meter, 3,5 Meter Platz für Fußgänger und Fahrrad. Und ja, es ist vielleicht rein gesetzlich nicht erlaubt. Aber es ist halt einfach unfassbar peinlich, Leute, die einfach nur ihrer Arbeit nachgehen und hier mal kurz parken, denen das Leben schwer zu machen. Dein Leben muss da unfassbar traurig sein. Ist peinlich, einfach nur peinlich. Und ich kann auch verstehen, dass der Kollege hier, der Buxtehuder, da angepisst ist. Ja, können Sie bitte einen Streifenwagen schicken? Hier gibt es Streitigkeiten mit einem Falschparker, den ich halt als Privatperson erfasst habe. Und der ist nicht damit einverstanden, dass ich ihn erfasst habe. Und da hätte gerne auch, die Polizei dazu. Das ist folgendes Problem. Und auch überhaupt, dass die Polizei sich mit so einer Scheiße rumschlagen muss. Ich, wenn ihr meine persönliche Meinung hören wollt, jetzt schon mal als Fazit. Ich finde, dass das, was der macht, verboten gehört. Das sage ich euch so, wie es ist. Das, was der macht, sollte per Gesetz verboten werden. Oder es sollte ihm nicht die Möglichkeit gegeben werden, diese Sachen zur Anzeige zu bringen. Das ist meine Meinung.
Die Stadt und der Staat an für sich hat selber Angestellte, die sich darum kümmern. Beim Ordnungsamt, auch in Buxtehude, gibt es genug Leute, die rumlaufen und Falschparker anzeigen oder aufschreiben etc. pp. Wenn der Staat der Meinung ist, dass das zu viel ist und zu viele Falschparken, dann sollen sie halt mehr Leute einstellen und Arbeitsplätze erschaffen. Aber am Ende des Tages, jetzt könnte man ganz weit ausholen, nimmt ihr auch Arbeitsplätze weg oder hindert Arbeitsplätze daran zu entstehen, weil er Arbeit wegnimmt von Leuten, die dafür normalerweise bezahlt werden, indem er überall alles aufschreibt. Also aus meiner Wahrnehmung sollte Deutschland oder das Bundesland, wo er, ne, also insgesamt sollte das verboten werden, dass ein Otto-Normalverbraucher wie er in seiner Freizeit Leute anscheißt und die Zeit der Polizei in dem Fall unnötig in Anspruch nimmt. Es gibt halt fürs Falschparken Apps, die jeder freiwillig nutzen darf. Ja, aber das sollte dann aus meiner Wahrnehmung verboten werden. Wir räumen gerade in unserem Büro ein paar Tische aus und ein und jetzt kommt dieser Vogel hier an und fotografiert hier Anzeige wegen Beleidigung. Sämtliche Autos hier an der Straße und hat hier vorne an seinem Fahrrad so eine Bezeichnung Polizifei. Also nicht ganz. Er sieht so ein bisschen danach aus, als ob er so tut, als ob er Polizist wäre. Deutscher Anzeigenhauptmeister. Der Betroffene ist Rechtsanwalt, aber über die Auslegung von Recht und Gesetz herrscht Uneinigkeit. Darf der das? Warum haben Sie das da dran? Das ist scherzhaft. Scherzhaft? Aber das, was Sie hier das machen... Das hat den Namen nicht zu tun. Aber das, was Sie hier machen, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie das nicht scherzhaft meinen. Das nicht, aber das meine aber ich aber das ist wieder scherzhaft. Dann müssen wir uns jetzt aussuchen, was Sie scherzhaft meinen und was das nicht. Schild hat der Damen nein, ich glaube, dass Sie sich hier ein Amt anmaßen, was Sie nicht haben. Aber das kann ja gleich die Polizei klären. Da kommt sie schon. Doch auch die echten Beamten peinlich, sind offenbar nicht richtig zu erkennen, meint zumindest der Polizist. Das Kennzeichen ist aber dreckig. Das Kennzeichen müssen die auch mal sauber machen. Das Kennzeichen wäre schön, wenn sie das gleich mal sauber machen würden. Wenn das irgendwann nicht mehr lesbar ist. Ach, die Polizei soll die Kennzeichen sauber machen. Ja, müssen sie jetzt noch nicht. Jetzt geht das noch, aber wenn es noch dreckiger wird, dann kostet das irgendwann auch mal 5 Euro. Das ist ein selbstgeführtes Wort. Peinlich, Digga. Es ist unfassbar peinlich und man merkt ja, dass dem Typen das auch zu Kopfe steigt, wenn er selbst der Polizei klugscheißern will, Digga. Holy shit, ist das cringe. Das steht auch nicht Polizei. Nee. Ist das keine Amtsanmaßung? Überhaupt nicht. Ach ja, und falls Sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn Sie es irgendwann mal sauber machen. Also muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Wenn Sie mal Zeit haben. Zeit zum Putzen haben die Beamten ja, jetzt wo Matthai ihre Arbeit macht. Ja, weiter jetzt. Also ich kann eins sagen, dass der Typ hier in Buxtehude ein Lacher ist. Also selbst die Polizei hat den ausgelacht im Nachhinein, kann ich euch sagen. Das ist eine absolute Zeitverschwendung der Polizeikraft, das was der da gerade gemacht hat. Hase und Igel in Buxtehude und auch Meister Petze ist immer schon da. Also die dürfen ja nicht stehen. Hier unten ist das Endline, ein super Restaurant, dass er da die Leute aufschreibt. Ja. Und der noch dazu auf dem Gehweg. Macht wie viel? Mit Behinderung 70 Euro und ein Punkt. Und der hat eine abgelaufene TÜV-Plakette. Seiner Passion geht er schon seit 3 Jahren nach. Da kommt was zusammen. Ich war letztes Jahr in 84 Städten und Gemeinden in Deutschland. Und ich habe insgesamt für alle Städte und Gemeinden, wo ich war, 140.995 Euro erwirtschaftet. Das ist hochgradig peinlich, Digga. Das hat eine Menge. Der hat mit 15 angefangen, ja, muss man sich mal vorstellen. Mit 4.247 Anzeigen. Nur im letzten Jahr? Ja, nur im letzten Jahr. Davor, die Anzeigen kommen ja auch noch dazu. Und das Traurige ist, man merkt richtig, wie, also wir reden nicht über ihn, sondern wir reden jetzt über die Figur im RP, über die wir, wo wir das Video gesehen hatten, über die Person im RP. Man merkt ja, wie in dem Roleplay-Spiel der Anzeigenhauptmeister, der da ja auch gespielt wird, beim Reden, du merkst ja richtig, wie ihn das erregt in einer gewissen Art und Weise. Also man könnte meinen, dass Anzeigen schreiben jetzt nicht von ihm, den wir hier gerade sehen, sondern der Person im RP-Spiel, die einzige Möglichkeit der Erektion. Wie es bei ihm ist, weiß ich nicht, ne? Ich kenne ihn ja nicht, aber in der RP-Szene könnte es sein, dass man sich da sagt, dass er nur eine Erektion bekommt, je mehr Anzeigen er macht. Für letztes Jahr, also für 2022, habe ich noch keine Statistik erstellt. Mit der Statistik, das mache ich erst seit 2023. Die jahrelange Erfahrung schärft den Blick fürs Detail.
Eine mit 7 Metern ausgewiesene Ladezone kommt dem Kundschafter verdächtig zugepackt vor. Oh Gott, ist das peinlich, ist das unangenehm. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. Das sind 6. Ja. Also die 7 Meter gehen in dem Fall bis in etwa hierher. Ja, und die 7 Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Das habe ich jetzt vermessen. Und da steht halt drinnen. Genau. Aber muss der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben? Muss er nicht, da muss er halt nur gut schätzen können. Hier in dem Fall hat er sich verschätzt. Ja, genau. Und was kostet das Verschätzen? Das kostet dem jetzt 25 Euro. Also da steht ca. 1 Meter im absoluten Halt. Das musst du dir einfach vorstellen, Digga, wie unfassbar unangenehm das einfach ist. Ich weiß nicht, ob er eine falsche Selbstwahrnehmung hatte, definitiv. Aber dass er wirklich sich denkt, dass das, was er da macht, dem Volke zugutekommt. Da merkt man ja schon, dass der Kollege leider anscheinend geistig auf einem anderen Level ist als ich oder du. Genau. Das ist ca. 1 Meter. Denkst du, er hat eine Freundin? Das weiß ich nicht, Digga. Das weiß ich nicht. Ist das nicht ein bisschen... Ich denke mir da meinen Teil. ...kleinlich jetzt? Ja. Aber Gesetz ist halt Gesetz. Wenn da steht 7 Meter, dann steht da 7 Meter und nicht 6 Meter. Ist auch egal, ob da jetzt hier so eine Pflastersteine sind. Das spielt keine Rolle. Das Schild geht. Und das Schild sagt, das absolute Haltverbot geht nicht bis dahin, sondern bis dahin. Und somit steht da 1 Meter im absoluten Haltverbot. Jetzt noch schnell eine abgelaufene Parkscheibe aufschreiben. Ja, da ist... 12 Uhr angekommen. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Nicht weiter passiert. Doch, ein Kratzer. Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Also ruft. Ja, ey, Anzeigenhauptmeister, du hilfst dem Staat auf jeden Fall, 100%. Ich habe jetzt auch gerade in der Situation mal das Gefühl, dass du wirklich dem Staat hilfst, Digga, mit deinem Einsatz. Ey, GG's, wirklich super. Er die Polizei, dieses Mal in eigener Sache. Hallo, ich hatte angerufen. Verrückte Welt in Buxtehude. Martei wird wegen einer Ordnungswidrigkeit belehrt. Und zwar von einer echten Polizistin. Weil Sie den Fehler gemacht haben, haben Sie die Ordnungswidrigkeit begangen? Das, was ich Ihnen vorhin erklärt habe, die Belehrung. Das ist ja umgefallen. Also. Genau, aber Sie müssen dafür sorgen, dass das Fahrrad nicht umfallen kann, wenn Sie es abstellen, weil Sie sind verantwortlich dafür. Boah, das stinkt die richtig, Digga. Der Verstoß, der kostet 35 Euro. Mhm. Sie können das hier vor Ort... Auch seine Baumarktkleidung, Digga. Was ist denn das eigentlich für ein Outfit, was er da trägt, Alter? Zugeben, ich könnte Sie, wenn Sie eine EC-Karte dabei haben, hier vor Ort bezahlen lassen. Ansonsten würde ich das an den Landkreis schicken und Sie bekommen Post. Machen Sie an den Landkreis? Weil der Landkreis die zuständige Verfolgungsbehörde. Bro, was stellt... Also machen Sie es an den Landkreis dann. An den Landkreis. Ja. Sicherheitshalber nochmal die Parkzeit beim Unfallopfer überprüfen. Vielleicht hätte der ja gar nicht hier stehen dürfen. Ja. Zwei. Bilanz des Tages. 27 angezeigte Ordnungswidrigkeiten. Kleiner Service-Tipp zum Ende. Niklas Matthais nächstes Ziel... ist Passau. Also was kann ich dazu abschließend sagen? Es war nicht intelligent von Ihnen, sich zu zeigen. Das wird noch richtig krachen, zu 100%. Davon distanzieren wir uns. Und er macht hier nichts fürs Volk, er macht es gegen das Volk. Und wenn man sich ganz offenkundig dazu nominiert, der unbeliebteste Mensch in Deutschland zu werden, dann muss man sich nicht wundern, wenn man so auf den Straßen auch begrüßt wird.